wollen dich gar nicht! Wo kommst du jetzt her? Wusste ich gar nicht! Richtige, ich war schon. Ey! Lass mich raten, du wolltest mir helfen, oder? Ja, richtig häufig, Marvin sitzt in der Straßenbahn, Alter, bekommt einfach spontan Durchfall. Ja, ey! Was war das? Ey, wie einfach komplett rechts! Ey, Digga, was zum verfickten Fick? Scheiß ist verkehrt bei dir, Alter! Ein wunderschönen Hakuna, meine Tadas, geil, dass du wieder dabei bist. Heute wieder eine geile Folge GTA und heute sogar was ganz Besonderes, denn heute zocken wir mit neuen Karren. Ja, Mercenaries Update hat ja ein paar, höchstwahrscheinlich auch neue Karren da reingeholt und die zocken wir heute. Ich dachte zwar, dass nur noch ein Jet dabei ist, aber Ares hat hier was vorbereitet. Ne? Mit dabei haben wir Deko, Ares, ein wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich wird die Map nicht kacke. Astalabach, hallo Muchachos. Ich sehe auch schon mal, ist das hier ein neues, ist das ein Elektrofahrrad? Digga, was ist denn da los? Also ich habe mir ja auch so ein paar Updates mal angeschaut und ich dachte so, oh cool, gibt's coole neue Sachen, aber da wurde so dieser Jet richtig gehighlightet, dass dieser Jet richtig geil und fresh ist. Ja, wir haben natürlich hardcore Ahnung von dieser... Und dieses ganzen Update, das ist ja ein Update der Kontroversen, kann man sagen, denn es soll ziemlich viele Bugfixes behoben haben, aber soll auch zeitgleich, ja wie schnell er ist, soll auch zeitgleich ja die Paywall aktiviert haben mit ganz vielen Fahrzeugen. Das hat natürlich GTA Plus. Genau, GTA Plus. Ja, aber genau. Das ist jetzt weiterhin nur auf Konsole, oder? PC-Spieler wollen uns auch irgendwelche Sachen. Ich habe selber kein GTA Plus, aber ich weiß wohl, also. Ja, du bist ja auch PC-Spieler. Ja, eben. Kollege von mir hat. Auch PC-Spieler hat. Den XR21 in der Garage und der ist wohl jetzt auch auf der Paywall und der kann den wohl nicht tunen. Nicht tunen? Also, das habe ich aber nicht gehört. Ich habe gehört, dass alles, was man hat, dass das auf jeden Fall behalten werden kann, aber stimmt, kann man die Sachen dann noch tunen, ist die nächste Frage, also, ne? Also anscheinend ja dann nicht, ne? Also das ist aber auch wieder ganz schön assi, finde, Alter. Das ist schon schlecht gemacht, ey. Sehr gerne auf den Laufenden, also die Info ist noch sehr aktuell. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja aber auch nur ein Fall, man weiß ja nicht, ob das vielleicht so jemand ist mit zwei linken Händen, der nicht weiß, wie GTA funktioniert, so wie wir. Ja, doch, mit dem nehme ich sehr, sehr oft auf und das ist auch der Vater von meinem Patensohn. Also der ist nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Okay. Krass, also das wäre schon richtig Schmutz, ey. Ist schon witzig, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Kind noch nicht auf der Welt. Wenn die Aufnahme draußen ist, wird wohl auch das Kind da sein. Das kommt zu einer Zeit raus, wo GTA ziemlich scheiße GTA ist. GTA Plus rauskommt. Zu einer Zeit, wo die Paywall aktiviert ist. Was ist also wirklich? Also da würde ich dem Kind nochmal sagen, bleib nochmal ein paar Wochen lieber drin. Ja, ist so. Ist natürlich dann auch wieder extra so eine Arschfickerei, ne? Was den Spielern das Game wieder noch ein bisschen schlechter macht. Also dass du die Karre nicht kaufen kannst, wenn du den GTA Plus da nicht hast. Das ist ja eine Sache, ne? Aber ich weiß halt immer noch nicht, gibt's das am PC? Ja. Xbox, ne, haben wir ja gesagt. Ja, wenn der Typ am PC ist und die Karre nicht tunen kann. Der ist am PC, ja. Klar. Was hältst du eigentlich von der Karre, Deko? Ich finde sie nicht so gut. Findest du nicht so gut? Ich finde die rutscht ziemlich hart. Oh fuck. Hast du schon wieder verkackt? Ey. Ja, wir warten noch schon, beruhig dich. Die Hinterreifen, finde ich, beim Anfahren rutschen die ziemlich hart weg. Gut, ne? Ich meine, wir sind PC-Spieler, wir können halt nur Vollgas geben. Consoleros, die geben halt so ein bisschen Gas, dann drehen die Reifen auch nicht durch. Nein! Ja. Oh. Digga, Chaya, der Ticket schon wieder nach vorne oder was? Der miese Klatscho. Könnt ihr doch machen, alles gut. Oh ja. Nee, ich warte hier. Aber ich finde, sie sieht ganz cool aus. Sieht aus wie so eine Mischung aus einem Porsche und einem Benzer. Ah, so kann man das machen. Oder irre ich mich da? Ich glaube, die Muchachos wissen ja bestimmt schon wieder, was das für eine Karre in echt war. Wunderbar. Ich würde mal in die Kommentare, hauen. ne, aber dass man Karren nicht kaufen kann ohne GTA Plus, wenn sie da auf dieser Liste stehen, ist die eine Sache. Aber wenn du sie hast, dass du sie auch nicht tunen kannst, dann. Das ist schon wieder so ein kleiner Extra-Sticheler, ne? Ein kleiner Extra-Stachel im Fleisch der Gamer.
Das ist echt frech. Aber also alles hier doch nicht wirklich bestätigt, Muchachos. Ihr könnt mal in die Kommentare hauen, wie eure Erfahrungen sind. Ja. Und uns auch in die Kommentare schreiben, ob es tatsächlich am PC auch GTA Plus gibt. Außer über Xbox natürlich, ne? Außer über Xbox. Also was diese Thematik anbelangt, halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Der hat sich auch für eure 9AR-Challenge als zweiten Schiri angeboten. Wir brauchen, glaube ich, einige Schiris. Aber ja, das wird sehr interessant. Oh, ich glaube, es war zu schnell. Also Kontakte kann ich gerne herstellen, ist kein Problem. Ich glaube, da werden wir einige Leute haben, die da geil drauf sind, die uns die ganze Zeit zu sagen, dass wir Fehler gemacht haben. Ja, aber so viele Fehler machen wir auch gar nicht, ne? Nein. Hallo? Ja, guck mal, wie schwach er ist. Digga, was hast du heute gefrühstückt, Alter? Ich bin mal einfach immer so ein guter Mensch, Alter. Und nur auch wie zu trollen, wenn ich so das kleine traurige Kind in seinen Augen sehe, Alter. Schon so. Nein, bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht. Ja, okay, gut. Wir lassen ihn in Ruhe. Und dann kommt er wieder raus und labert. Diese Vergleiche, ne? Diese Vergleiche. Richtiger. Ja, ich hab den kleinen Hundewelt mit deinen Augen gesehen, Alter. Oh, ich wusste es. So wie, Harry, wenn es gewittert. Oh, das passt so ganz ungefähr, gut, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, siehst du? So ungefähr hast du mich gerade angeguckt, ey. Dann hab ich gesagt, okay, gut. Ich troll ihn. Hat Harry so Schiss vor Gewitter? Digga, richtig. Also hat Digga, wie geht das hier? Hey, das war Alter. First Try übrigens, ja. Das ist ein wahrer, gigantischer fucking Profi, ja. So geht das. Digga, die Karre dreht einfach komplett weg, Alter. Ich finde die Karre geil. Ich finde die Karre geil. Ich finde die Karre richtig scheiße. Wie hast du das denn hier First Try gemacht, Alter? Digga, easy. Ich krieg nicht mal die Auffahrt hin, weil die Karre einfach wegdreht. Das ist ja auch das Schwierige. Oh nein. Er tut noch so! Wow, wollte ich gar nicht! Wow, wo kommst du jetzt her? Wow, wusste ich gar nicht! Oh. Hallo, ich bin Mr. Cringe, wie geht's euch? Du mieser Ficker, Alter! Ich bin einfach zu ein guter Mensch, ne? Ich hab den Troll nicht durchgezogen, ne? Ich hab gesagt, okay. Ich hab ganz kurz in so ein anderes Video reingeschaut. Ja, guck dir das an, Alter! Oh, ja. Schon überdreht sich diese Karre wieder, guck mal nicht mit alten Videos an. Wo mich der Vergangenheits-Marvin angesprochen hat und meinte, zieh's einfach durch, Marvin, zieh's durch. Und ich vertraue auf dich, Vergangenheits-Marvin, du bist der Beste. Als mich der Vergangenheits-Deko fertig gemacht hat, Digga, da muss ich gerade dran denken. Als sich der Vergangenheits-Deko fertig gemacht hat, war Vergangenheits-Marvin äußerst kleineierig. Der Gegenwarts-Deko war noch in Ordnung, der Zukunfts-Deko wird wahrscheinlich auch richtig kleinhodrig sein. Aber da muss ich geht einfach diese scheiß Anfahrt hier nicht, Mann! Digga, first try, Digga. First fucking try. Es geht auch. Ich war ja auch schon da. Aber es ist halt nichts. Siehst du, ich hab dir zugeguckt. Easy weasy. So, ich muss zurückfahren, ne? Also es wird jetzt schwierig. Warte mal. Fahr rein. Verpiss dich jetzt! Deine Mama fährt rein! Fahr unten! Oh. Was für fahr unten? Digga, er steht da. Du mieser Palaberkopf, ey. Okay, der nächste. Geh mir aus dem Weg hier. Ja, beruhig dich doch. Was hast du gefrühstückt? Arschhaare wieder? Arschtampons hast du gegessen, ey. Da, jetzt kommt Ares. Digga, Arschtampons. Das brauche ich auf jeden Fall, Alter. Digga, Arschtampons brauchst du auf jeden Fall. Ey. Was sowas. Lol. Hä, wo ist er? Er ist einfach oben rausgeheatet. Ja! Ares, Alter! Ich wusste nicht, dass das schon endet. Ey, lass mich doch wenigstens trollen hier! Warum? Ja, gönn doch mal! Digga, Ares wäre mein erster Kunde bei Arschtampons. Ja, genau. Digga, Arschtampons bin ich aber auch interessiert. Also guck mal, weil bei mir, ich hab's ja häufig schon mal erzählt, ne, dass ich einfach richtig krass schwitze, wenn ich irgendwo sitze für mehrere Stunden, Digga. Ja, richtig häufig, Marvin sitzt in der Straßenbahn, Alter, bekommt einfach spontan Durchfall, kackt sich voll, Arschtampons. Das sieht so wirklich aus, als hätte ich mich voll gepisst, meine ganze Hose unten, wo ich sitze, nass, weil ich einfach richtig krass viel schwitze. Aber dann einfach so ein Arschtampon, ist doch perfekt dann, oder nicht? Arschtampon! Da müsste nur wirklich alles da rauskommen. Oh, das wird nichts. Hallo!
Hi. Habe ich ihn immerhin, hat das funktioniert? Ja. Na, Logo. Ja. Okay, obwohl ich nur gestreichelt habe eigentlich. Ja, hat gereicht. Ey, aber kurz Frage an euch. Nehme ich. Schwitzt ihr auch so heftig? Dass wenn ihr euch irgendwo auf dem Sofa, sag ich jetzt mal, im Sommer, ihr chillt euch irgendwo aufs Sofa, ja? Es ist richtig schwitzig, es ist arschwarm, keine Klimaanlage. Ihr chillt auf dem Sofa. Wie sieht eure Hose dann aus, wenn ihr irgendwie so eine helle Hose anhabt? Wie sieht die aus? Alt. Sieht die ganz normal aus oder ist die richtig durchgesweatet? Ganz normal. Also ich habe halt nur Jeans oder irgendwelche kurzen Hosen. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwie so eine weiße Hose hätte. Okay. Aber also es kommt bei mir äußerst selten vor, dass man tatsächlich so richtig dicke Schweißabdrücke sowohl an meinen Oberteilen als auch an meiner Hose oder sowas sieht. Alter, okay, dann bist du gesegnet, ey. Mein Rücken, Wasserfall. Meine Oberschenkel, Wasserfall. Meine Augenbrauen, ja, meine Augenbrauen. Marvins Oberschenkel, käuflich. Wasserfall. Käuflich, hm? Käuflich. Eine Tour auf Mabossas Oberschenkeln. Also ich beneide wirklich jeden, der nicht so krass schwitzt. Wie gesagt, ja. Es gibt Leute, die dafür Geld bezahlen und sich Botox in die... Was ist das hier? In die Schweißdrüsen spritzen. In die Aber das ist doch auch spritzen. Wieder mega ungesund, oder? Natürlich ist das ungesund. 100 pro, Alter. Also du stopfst ja quasi einfach irgendwelche Löcher in deinem Körper zu, Alter. Ist ja so, als würdest du dir einfach so einen Stöpsel in den Arschloch stecken, Alter, und dann sagen, jetzt kacke ich weniger. Bei mir also, hat das wie wieder bei den Arschtampons, ne? Arschtampons, ja. Oh nein. Boah. Ich dachte erst, ich springe, aber ich gesehen, dass der Punkt so weit links ist, ey. Hat er auch wie Angst verkackt. Ja, bei mir hat war doch richtig easy. So null. Muchas, Frage an euch. Schwitzt ihr auch so heftig? Seid ihr eher Typ Deko, dass ihr kaum schwitzt? Dann seid ihr gesegnet? Wärt ihr ein Kunde für den Arschtampon oder nicht? Oder seid ihr eher so wie ich, die richtig hart am Sweaten sind? Ja, nimm doch den Bruder unten mit. Ciao. Hab ich beim Hat First bekommen? Fall gemacht? Ja, klar. Hab den natürlich mitgenommen. Das ist eine Frage, Marvin. Oh, fuck. Genau, ich muss aber sagen, die Karre hat echt eine geile Beschleunigung, gefällt mir. Ja. Die Karre jetzt echt überhaupt nicht geil, aber... Boah, ich finde die geil finde ich sie auch nicht. Sie ist okay, es gab schon schlimmere neue Karren. Oh. Ja, wie schnell sie ist einfach, ey. Nein. Muss mir helfen. Nein. Hey, warum hast du viel mehr Power? Hallo, ey. Oh. Ey, was hast du wieder geraucht? Komm, lass mal Deko weg. Ja, will also ich finde sie powermäßig schwierig, weil wir. Oh. Digga, ich lande auch einfach genau in diesem scheiß Rotor drin, ne? Ich finde sie powermäßig schwierig, weil sie einfach am Anfang so durchdreht. Es tut mir ein bisschen leid für Deko, ne? Aber es macht mich trotzdem so unglaublich glücklich gerade. Guck mal, wenn man A so schnell glücklich bekommt, ist doch perfekt, oder? Digga, ja, dann mach ich das gerne. Oh, der freut mich. Nein, mach ich nicht. Einmal noch. Und bumm. Oh. Geht doch easy. Oh, hello, ladies. Da sind wir dabei. Das ist prima. Gib doch Gas, du Lappen. Prima, Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Und die Lust. Na, 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 Wir müssen uns abklären. Sowohl als auch. Ja, wo? Jetzt sag! Sowohl als auch. Also oben, ja? Wir gehen oben rein, oben rein, oben rein. Oben rein, in alles! Ja, Mann! Ey, wo seid ihr jetzt? Wir haben verkackt, wir kommen dir jetzt entgegen. Nein! Nee, ich glaube, ihr müsst dann ja unten weiter, oder? Ich hab's jetzt erst gesehen. Smoke on the water! Aber er dreht auch ein bisschen schnell. Also wenn du versuchst, so jetzt am Wallride schnell nach oben zu fahren, dann bricht dir das Arschloch weg. Boah, das stimmt, Alter. Nein! Oh, der Arsch schmutziger. Ja, haben wir schon gesehen. Ja. Da ist mir nämlich gerade beim nach oben fahren das Arschloch weggerissen. Ah, okay. Okay, ist gut zu wissen, Deko. Ja. Und was ist mit dem Auto dann passiert? Das, warum? Nichts Besonderes. Oh, Alter. Oh, jetzt haben wir hier so einen Strandbuggy. Digga, was ist das denn? Der ist ja auch sympathisch, ey. Der sieht aus wie so ein Vogel, der am Strand so nach Meerestieren sucht, oder? Boah, da bin ich ja jetzt gleich mal gespannt hier. Ja, Licht anmachen? Guck mal!
GG. Ja, und? Oh, ja. Hallo! Und, geile Karre, oder? Geile Karre? Was haben wir hier? Hallo. Oha, hallo. Oh fuck, lecky schmecky. Oh fuck! Ja, sah doch gut aus, oder? Perfekt. Digga, die Karre sieht aus wie eine Grille, Alter. Digga, wie kommst du auf eine Grille? Ja, weil die aussieht wie eine Grille. Vielleicht, weil wir gerade das letzte Woche Grillen gegessen haben. Ah, stimmt, ja, hast recht. Ja. Und auch wenn ich mir die Augen so angucke, das sieht schon ziemlich detailgetreu aus. No! Nein! Alter, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Digga, ich kipp hier immer runter. Ihr müsst einfach Pro-Bosser sein. Mal geschmeckt. Du meinst die im Wodka drin? Ja. Digga. Gar nicht. Also ich hab nur den widerlichen Wodka geschmeckt. Ey, und ich fahr da zur Seite raus, ey, wie dämlich war das denn? Warum bin ich manchmal so dämlich? Und so zwei kleine, dünne, längliche Dinger in Marvins Hals. So hat ihn an Ares erinnert. Ja, genau. Werden sie aber nicht länglich. Also minimal schon, ne? So länglich wie halt so Mehlwürmer sind. Also Mehlwürmer kann ich wirklich nicht empfehlen, Muchachos. Und den Wodka noch weniger. Nicht. Den Wodka noch weniger. Der hat gerochen, der hat nach Blindheit gerochen. Alter. Und nach richtig widerlichem Klebstoff. Digga, Alter, du hattest danach so übertrieben harten Mundgulli, Alter. So eine Fahne, ey. Was so ein Fick, das finde ich, ey. Mundgulli ist ein geiles Wort, das gefällt mir. Kennst du das nicht? Nee. Ehrlich nicht? Nee, Mundgulli. Ja, richtig Standard gehört. Bei uns, Mundgulli für Mundgeruch. Ja. Standard. No, Standard. Digga, ich muss hier einmal draufkommen. Wie häufig muss ich den Scheiß machen? Zweimal? Dreimal? Wow! Zweimal. Digga, kriegst du mal langsam hin, das ist keine Lernkurve oder was? Digga. Guck mal, ich mach das rückwärts sogar nochmal für Deko. Ein bisschen ich angeben hier, so. Bin drauf, easy. Ist aber nicht rückwärts. Ich weiß. Du bist ja vorwärts drauf gefahren. Ey! Digga! Digga! Du machst das! Ey! Oh. Ey! Ey, Digga, was Kraft. Zum verfickten Fick? Scheiße, ist verkehrt bei dir, Alter! Hä? Du hast ja gar keine Power, Digga. Ich hab dich einmal so angepustet, ey. Digga, weil. Ey. Also, ich puste ihn an, Alter. Einfach durchzieht, Alter. Ja, ich dachte nicht, dass du wirklich runterfällst, ey. Hä, du hast mich auch zweimal gerannt. Beim ersten Mal war ich noch nicht runtergefallen. Und zweimal hast du mich runtergekickt. Digga, ich mache so. Oh, er fällt runter, Alter. Ja, hat er. Hauptsache, Alter. Hinten an der Karre sind so PC-Lüfter verbaut oder sowas. Hinten an der Fahrerkabine. Boah, fick mich, bin ich gut, ey. Scheiße. Ja, hinten, diese fetten Lüfter. Oberhalb des Reserverads. Das sieht aus wie PC-Lüfter, ja. Ach da, das hab ich aber schon häufiger hier bei der Tour de la, wie heißt das da, wenn in der Wüste fahren? Der Tour de la Desert. Warum ist da rechts der Punkt, wenn man nach links muss, Alter? Weg mit dir, du Lappen! Tour de Dessert ist die Runde zum Bäcker, oder was? Ey, sagt er, fick dich, Alter. Wie? Wir sind hier falsch, Nico. Jetzt sind wir wieder quitt. Deine Mama ist quitt, Alter. Digga, deine Mama spielt Quidditch. Deine Mama ist der Quidditch. Nein. Nee, wie heißen diese Foulbälle? Das ist deine Mama. Foulbälle? Ja, diese so rumfliegen, die einen so vom Besen kicken, weißt du? Klatscher. Klatscher heißen die, echt? Ja. Und. Hä, das war ein Fake-Punkt? Wollte ich verarschen? Natürlich war es ein Fake-Punkt. Natürlich war es ein Fake-Punkt, Junge. Hä, also doch hier rüber, oder wie? Ja, musst du. Man muss dann nochmal auf die andere Seite rüber. Aber ja, die Bälle. Warum macht denn Ares die ganze Zeit gesagt, dass es falsch ist? Ja, weil du, weiß ich nicht, auf Ares hörst oder so? Keine Ahnung, Alter. Hä? Ja, weil du musst den Punkt ja trotzdem einsammeln. Ja, deswegen musst also du auf der anderen Seite dann nochmal dahin. Hä, seid ihr schon alle durch? Bin ich der einzige ich bin, Gubu, ich Alter? Bin durch. Durch? Ja, ey. Okay, du willst also, dass ich meinen Vergangenheit und mein Zukunfts-Marvin wieder ein paar Gespräche führe, ja? Nee, ich sage, für die Aktion auf der Map sind wir jetzt quitt. Auf gar keinen Fall, Digga. Ja, Alter. Wie er das Ding davor wieder einfach weglässt, ne? Wo ich ihn nicht getrollt habe und er mich einfach weggefickt hat. Ey, Ares, ich rasiere dich sowas von. Wo bist du, Alter? Ja, weg. Nein! Er hat auch verkackt. Oh, shit, Bro. Schon mal die Hupe gehört von dem Teil? Richtig geil, ey. Ey, Boxershorts.
Boxershorts! Was wurde hier getan? Er ist einfach rübergesprungen vom Spawn. Boxershorts. Ey, Boxershorts, Aris, das machst du. Das ist doch viel schwerer. Du fährst schon. Das ist vollkommen scheißegal, du fährst die Strecke gefälligst. Aris, Boxershorts. Es ist auch nicht schwerer. Ja, mal sagen. Aber er hat ja verkackt. Ja, eben. So. Zweimal. Ja, aber ganz ehrlich. Zweimal sogar? Zweimal. Kann man da jetzt eigentlich drehen? Das Ding hier vorne ist ein bisschen. Ich hab da einfach gedreht, ja. Useless, oder nicht? Wieder hoch! Digga, warum stellst du dich so an, Marvin, Alter? Ey, fährt er nicht hoch! Mach doch mal Sprunggelenk, Alter! Digga. Einfach Beintraining weggelassen, Marvin, das kommt davon. Ja, natürlich! Nur Disco-Training! Ja, genau das ist das, was bei rauskommt. Aber warte, warte! Gib doch einfach Gas! Chill doch mal dein Arschloch! Jetzt hat er gesagt, hier drehen. Perfekt. So machen wir das jetzt auch. Wir machen das einfach mal so, wie es geplant ist. Chill doch mal dein Arschloch. Chill doch mal dein Arschloch. Ist auch schön ausgesprochen. Passt schon gedichtet. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ich fahre jetzt einfach mal so lang. Übrigens First Try, ne? Eigentlich kann man sich, deine Mama First Try, eigentlich kann man sich verkacken. Hier lang. Wow! Oh, ich würde langsam ein bisschen runterbremsen. Ich habe auch nicht gesehen, was da los war. Digga, wie einfach ich hätte dich jetzt noch hätte wegficken können. Lass uns mal bitte hinstellen. Ich will es nur kurz sagen. Ach, du kannst es schaffen, wenn du uns echt ein paar nette Worte da lässt. Mhm. Ja. Ja, sag ansonsten irgendwas. Könnte es tatsächlich schwierig werden. Aris fällt einfach runter. Wo seid ihr, Alter? Du kannst uns jetzt mal so eine Lobeshymne. Auf gar keinen Fall. Doch, ey. Lobeshymne oder weg? Nix so Lobeshymne. Lobeshymne oder weg, Aris, entscheid dich. Lob muss man sich verdienen, mein Freund. Lobeshymne oder weg? Ja, zumindest mit den Skill, die wir an den Tag legen, oder? Aber auf gar keinen Fall. Wer ist denn vorne? Wer schimmelt denn da immer noch im Qui-Gon-Sektor rum, Alter? So ein Müllplanet, ey. Also, kriegen wir noch was Nettes? Kriegen wir noch was Nettes? Nein! Nein! Alter! Nö. Okay. Ich hatte es fast. Lass mich raten, du hattest es fast, oder? Ja. Der springt da auch wieder rüber, der kleine Holzmann. Wollt ihr jetzt hier 5 Jahre machen? Ja, beruhig dich. Ich meine, wir können das auch so machen, dass wir jetzt 5 Jahre warten. Easy. Und das hat den Deko First Try gefühlt, oder wie? Ich glaube, es war Second First Try tatsächlich, ja. Also da musst du ja auch wirklich nur einmal da hinkommen, ne? Das war jetzt kein... Also, eine Lobeshymne oder weg? Lobeshymne oder weg? Nach wie vor. Gibt keine Lobeshymne am Arsch. Okay, dann weg. Na dann, also weg, ja? Du hast dich entschieden. Das ist deine Entscheidung, Aris, ne? Digga. Los! Los, kick ihn! Warte, ich muss anschwimmen! Ja, singen ja! Los! Nein. Ja. Oh, ja! Digga! Ja! Das Format heißt Lobeshymne oder weg? Du hast dich entschieden. Lobeshymne oder weg? Ja, weil ich das gerade erfunden habe. Ich hatte Marvin leider vorher schon getrollt, wollte nicht nochmal trollen. Er wollte schon wieder Gespräche mit seinem Vergangenheits-Marvin führen oder Zukunfts-Marvin oder was auch immer. Ah ja. Hat mich eingeschüchtert. Okay, aber das schaffst du. Digga, wie random er das hinbekommen hat, Digga. Und sagt jetzt einfach, ja, das schaff ich. Klar schaff ich das. Okay, Aris, eine neue Runde. Lobeshymne oder weg? Lobeshymne oder weg? Lobeshymne oder weg? Oh. Schau. Ja, wie er so tut, Alter. Mad outplayed. Dankeschön. Also, ich bin aber schon vorher hingefahren, Alter. Damit er seine Möwenscheiße nicht in den Augen hat. Ich wollte auch nicht hinfahren, also. Ja, lass mich haben. Wolltest nicht hinfahren. War schon geschenkt. Ja. Digga, was ist denn das hier jetzt, Alter? Wir fahren jetzt weiter. Was ist das für eine scheiß Auffahrt? Digga, wie Marvin das schon wieder einfach hat, ne? Hä, das war doch super easy. Guck mal, ich stell mich jetzt wie so ein Käfer sogar hier hin. Hä, wie soll das gehen? Hey, first du kannst da nicht auffahren. Natürlich. Na, wie? Hä? Also es war absolut gar kein Problem. Ich ja, dann Aris komm so. Doch mal her. Also Aris auch gar kein Problem. Wo war das ein Problem? Aris hat hier die Auffahrt auch 3000 Mal verkackt. Ja. Ach, am Anfang die Auffahrt. Ja, die Auffahrt ist komplett Käse. Also ich hatte nicht mal eine Auffahrt da. Hä, super easy. Ja, super easy.
Wie? Wie soll ich die nehmen, dass ich da rankomme? Hä, ist das wirklich so krass? Ja, die naja, Auffahrt. Ja, es ist halt einfach. Das ist halt keine Auffahrt, Junge! Hä? Okay, ich bin. Ey, da bin ich jetzt gegengeknallt, aber es wird easy, Digga. Es wird nicht ja. easy. Es ist halt einfach keine Auffahrt vorhanden. Ich glaube, es wäre leichter noch ohne die Rampe, die da ist. Oh, warte, jetzt habe ich. Nein. Hä? Oh, ich habe auch schon wieder sofort. Also. Nein! Ey! Nein! Hey, Digga! Hey! Warum? Sorry, das war. Warum immer bei den Stellen, wo ich mich quäle, fickst du mich nochmal los? Das war nicht geplant. Hier, aber hey. Wirklich, hier, ich hab gar kein Problem hier, so. Ja, easy, geht doch. Boah, jetzt liegt da wieder verschacken. Aber du brauchst ein bisschen Speed, nimm mir Speed mit. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz normale Auffahrt. Aber easy war diese, das war einfach keine richtige Auffahrt, Alter. Weiß nicht, welcher Schlumpf sich das ausgedacht hat. Hallo. So, sind wir alle wieder hier? Können wir weiterfahren? Hello. Jo. Da sind wir da. Hey, das ist prima. Jetzt mal tryhard machen, oder? Ja, nö. nö. Oh, der könnte interessant werden jetzt hier. Ja, der könnte lustig bitte werden. Bitte fick mich nicht. Bitte fick mich nicht. Ich bin gerade noch durch Zufall... Nein, Ares! Wieso? Was soll ich denn noch sagen, außer bitte fick mich nicht, Junge! Ich glaube, das hat Till schon häufig gehört. Oh, Alter. Digga. Oh, der war böse, Alter. Könnte schon sein, ne? Digga, ich hab heute ein Video gesehen, Digga. Wo man sieht, wie einfach unter der Bühne, ne, du siehst quasi nichts, du siehst nur unter der Bühne Beine stehen, die sehr komische Bewegung machen und dann siehst du, wie mit dieser Hebebühne Till Lindemann nach oben kommt, ne? Hat er eiskalt während der Show unter der Bühne hat er einen geblasen bekommen oder eine Olle gerade weggeschnackselt und lässt sich dann direkt danach nach oben fahren. Digga, ja. Digga. So, was soll man dazu sagen, ne? Das ist schon cranker Scheiße, oder? Schon fast wieder YouTuber-Lifestyle. Aber auch nur, wenn du... Wie hieß der komische Typ? Gab da auch mal so einen Typen, der... Das wurde sogar angezeigt, weil er auch Frauen irgendwie... Ach so, ja, das waren sogar Minderjährige. Einfach Oscar? Nee. Wie hieß der denn? Einfach irgendwie Scheiße labern? War das nicht Dena? Ich glaube, war das, oder? Das war echt eine kranke Geschichte damals, ey. Ja. Ich hab mal Apple McCaff oder was? Ich weiß aber. Wie hieß der Typ denn, ey? Kev. Egal. Gronkh. Digga, Gronkh, ey. Die Zuschauer werden mehr wissen. Ja, zum Glück müssen wir dazu sagen, wissen wir den Namen nicht mehr. Muss man ganz klar sagen. Ja. Zum Glück ist er. Aber ich glaube sogar, der hatte selbst danach noch weitergemacht, aber nicht mehr auf YouTube, sondern war da noch irgendwie so. Der war doch im Knast. Auf Instagram dann so Dating-Coach oder sowas, Alter. Hä, hey, der war doch im Knast dafür, glaube ich. Digga, stell dir vor, du machst einfach nicht, minderjährige Frauen klar, wirst dafür angezeigt, Alter, und machst dann einen auf Dating-Coach, Alter. Das ist auch schon sehr makaber, ey. Ich glaube, der hatte sogar in seinem Auto hatte der eine Matratze drin gehabt. Hä, was? Ja. Aber ich hab leider, ich weiß nicht mehr, wie der Choco heißt, ey. Das war echt eine kranke Geschichte. Davon hab ich auch nichts gehört mit der Matratze im Auto. Nein, Alter. Aber, ne? Als irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19, ich weiß nicht, wie alt der Typ war, Minderjährige wegzumachen. Und dann dafür irgendwie in den Knast zu gehen oder vor Gericht zu stehen und noch einen auf Dating-Coach zu machen. Ja, aber hast du das gerade ausgedacht, oder wie? Nein! Also der war Dating-Coach jetzt oder was? Der hat danach wirklich noch so auf Instagram, so wie man Frauen richtig anspricht und sowas. Ja, da ist ja auch dafür eine Universalanleitung gibt oder was. Ja, sein Mutterprogramm. Ja, aber das ist ja, ne, also gibt ja ganz viel, Digga, Kollege und auch dieser komische, wie heißt der, Andrew Tate, Alter. Will der irgendwie, ja, Digga, der Typ hat das Mindset von einem 15-Jährigen, Alter. Der Typ redet und verkauft ein Weltbild. Wie man damals mit 15 auf dem Schulhof hatte. Du musst möglichst maskulin sein, du musst dir lassen können, keinem das Butter vom Brot nehmen lassen und Frauen sind weniger wert und du musst zeigen, dass du das Alpha-Male bist, Alter.
Digga, wie mit 15 auf dem Schulhof. Und dann hat er wieder sagen, dass er aus der Matrix ausgebrochen ist, Alter. Leider habe ich mich damit zu wenig befasst. Aber die Sachen, die ich von Andrew Tate gehört habe, die waren gar nicht so scheiße. Was? Ja, der erzählt. Dann hast du wenig von ihm gehört. Das kann sein. Ey, aber ey, die Stelle. Einfach, ne? Ey, die Stelle ist richtig schmutzig. Digga, ich war fast durch und Ares hat mich weggeholt, ey. Wo warst du? Warst du schon bei dem letzten? Ich war bei dem grauen Teil. Nein. Alter Schwede. Ich war auf dem vorletzten, ich hätte nur auf den gelben gemusst und dann weg. Nein, warst du nicht. Du warst auf dem grünen noch drauf. Laber mich nicht voll. Okay, von mir aus war ich auf dem grünen und wollte auf den grauen springen. Aha. Ey, war ich trotzdem seitdem nicht mehr. Digga, das ist wirklich eine kranke Geschwindigkeit, ey. Aha. Es ist halt einfach das. Richtige, ich war schon. Ey, ruhige Rüberfahrt. Ich bin ich wollte dir helfen. Ja, du warst. Lass mich raten, du wolltest mir helfen, oder? Ja, du warst ja auch fast wieder drauf. Außerdem hast du nicht Nein gesagt, Marvin. Ja, eben. Er hat nicht mal was gesagt, er kam einfach. Ja, aber du hast auch nicht Nein gesagt. Ja, eben. Das ist die Grauzone, ne? Ja. Einfach so schnell sein, einfach schneller sein als Nein zu gesagt Digga, bekommen. Da gibt's aber auch schon, also was da auch Richter entscheiden teilweise, ne? Das ist so eine. Och, Digga, das verstehe ich auch echt nicht, ey. Ja, also die Dame hatte mit einem anderen Herren auf der Clubtoilette Sex. Dann ist sie selbst schuld, dass sie auf dem Heimweg von zwei Typen vergewaltigt wurde. Niemals hat das ein Richter gesagt. Never, Digga. Das war als Begründung dafür, dass die Typen nur Bewährung bekommen haben. Was? Weil sie vorher auf der Clubtoilette mit einem anderen Typen Sex hatte. Quelle hast du so gehört, oder? Nee, ich hab das gelesen. Das war in Österreich. In Wien, glaube ich, war das. Also. Aber ich müsste es jetzt. Es ist aber schon ein paar Jahre her. Aber es ist trotzdem. Nein! Also, jetzt mal ohne Spaß. Wenn du solche Verhandlungen hörst, dann wird ja auch. Ja, sie hatte einen Rock an. Deswegen hat sie den Teil schuld. Ja würde ich also so. Also, sowas wird von Richtern wirklich in der Urteilsbegründung angeführt. Wo ich mir denke, ich Digga, und wenn die da nackt rumläuft, ist doch scheißegal. Wenn sie nackt rumläuft und vergewaltigt wird, ist es trotzdem eine Vergewaltigung. Ja. Dann müsste ich. Also meine Frau ist ja Richterin, ich müsste sie mal fragen, vielleicht können wir mal so einen Jura-Talk machen. Deine Frau ist wirklich Richterin? Ja. Ja. Anwältin. Nee, Richterin. Hm? Ey. Digga, wie hat es. Wie hat Deko das. Ich hab's by the way geschafft! Ja, aber wie? Ich hab's geschafft, auf den Grünen einigermaßen gut drauf zu kommen, bin auf den Grauen gesprungen. Auf dem Grauen war ich auch einigermaßen ruhig drauf und dann bin ich über den Gelben einfach nur straight hingefahren. Ja, einfach so langsam. Hier einfach so. Ja, wenn einer nicht von hinten kommt, dann ist das auch easy. Ja, ey, diese Federung einfach! Dann ist das auch easy. Oh, oh, ja. Ja, ey! Was war das? Ey, wie einfach komplett rechts! Das ist eher was für ein richtig geiles Gelände. Oh, Marvin, oh! Ja. Ein bisschen schneller, sagst du? Soll ich Fullspeed machen? Ich mach jetzt Fullspeed, ey, fick mich. Einmal richtig rüber einfach ballern. Digga, du wirst so wegbrechen, ne? Nee, das wird jetzt der Try sein. Lalalala. Digga, du wirst die Feder und wegbrechen, du hast ja auch super wegbrechen. Bam, Alter! Alter, geht doch! Da war eine knappe Kiste! Das war halt wirklich hart! Düster! Wo müssen wir hin? Oh! Easy. Ja, mit dem Windschatten von Marvin. Ich. Und ich rutsch wieder runter. Nice, Digga. Oder? Schau, Deko. Yeah. Schau mal auf. Schau, Deko, mal auf. Das musst du zweimal machen, ne? Oh. Jetzt ist einfach nur Glück, ne? Also, wie viel Glück haben wir? Bieb, 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 bieb. Und nein, wir haben Glück. Nein. Nice. Soll ich dich retten? Soll ich dir helfen? Ja, gerne, aber ich fürchte, du wirst mich in die Kante stoßen. Ey, Marvin! Mach doch nicht so! Digga, wo ist Ares jetzt, ne? Die ganze Zeit wartet man auf den Schako, Alter. Warte, ich komm nochmal. Ich spring jetzt sogar rechts direkt auf dich drauf. Guck mal, ob ich dich retten kann. Wahrscheinlich nicht so, aber... Ich sehe gerade nichts. Ich wurde weggeheatet. Hilfe! Ey, was hab ich denn für ein Glück? Ach, vielleicht... Das, ja! Doch! Ja! Ja, also. Perfekt. Ich bin frei! Free like the wind! Ja, gern geschehen, ne? He is free and he will win! Und jetzt bitte wegkicken. Dafür hat mich jetzt das. Ja! Gib mir nochmal eine Schelle, Alter! Ich dachte, ich lande noch gut und kann wieder drauffahren. Ja, aber nein. Oh, das war schön, Digga. Das war schön. Okay! Das war doch schon mal nice, aber ab jetzt. Wow! Ab jetzt müssen wir meinen Skill-Duell machen. Ab hier.
ab hier. Ja, würde ich sagen, oder? Wir sind jetzt bei Punkt 26 von 39. Wir haben jetzt zwei Drittel. Zwei Drittel konnten wir die Map kennenlernen. Wir haben uns kennengelernt bei einem Dating-Dinner. Und jetzt geht's los. Attacke, seid ihr ready? Attacke. Okay. Wie? Hab ich weggerammt. Digga, Marvin, Alter, bevor ihr runtergezählt wurde. Dieser Chaco, Alter. Digga, jetzt ist hier mal wieder das Skill-Duell, ja? Und wer ist vorne? Natürlich Daddy. Weil ich ihn da vorne klar geschoben habe, Alter. Er zieht sich rein. Einfach nur an die Leistung von allen Leuten hoch, ey. Wieder hoch. Wo bleibt ihr? Typischer Marvin. Ja, schon da. Oh, was kommt jetzt? Oh, fuck. Was ist das? Oh, bitte transform in eine neue Karre, das wäre nice. Oh, fuck. Dann machen wir hier nochmal ein neues Skill-Duell. Hier. Ja, das Skill-Duell wird nein, geil. Nein, ich ja. will. Nein! Neues Skill-Duell, los. Nein! Warum? Was kommt da jetzt? Irgendeine Wasserkarre? Ich muss aber auch sagen, die Karre hat ein bisschen was von einer Gottesanbetung. Ja! Oder? So die Augen vorne, so irgendwie klein, kleine Augen. Okay, los! Windschatten, alle Windschatten gönnen. Wie, ich ja? denke, ihr seid ein Verwandler. Passen Sie auf! Was kommt jetzt? Weg mit dir, du Lappen! Alter! Windschatten, los! Zieh mir los, Zieh! Los! Das ist wieder geil! Ja! Ja! Hey, wie funktioniert die? Ich verstehe sie nicht! Digga, du musst versuchen, irgendwie die Karre, das Fahrrad noch gerade zu halten, während du springst. Ja! Der einzig wahre! Deko! Ey, das war intens, Digga. Oh, yeah! Oh, 46 Minuten. Ach ja. Ja. Am Ende 30 Minuten Action. 30 Sekunden meine ich. Ja, stimmt, so ey. Und ungefähr 35 Minuten Wartezeit. Man kennt ihn. Also, Muchachos. Dicke Laberfolge heute. Dicke Laberfolle. Ich muss jetzt erstmal wieder. Ich muss erstmal wieder ein bisschen entspannen. Ich muss jetzt erstmal mich abkühlen. Prozessor ist übergehitzt, über. Ich kann gar nicht mehr reden, Alter. Ja. 27 Grad, Muchachos, das ist scheiß heiß. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben schmettern. Checkt die Beschreibung aus. Küsschen geht raus an euch. Danke euch für den geilen Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.